Ehrung einer Legende. Beim FCA-Familientag wird vor der WWK-Arena die Helmut-Haller-Statue enthüllt. Mit dabei auch seine alten Mannschaftskameraden. Es ist eine großartige Sache und wenn der Helmut noch leben würde, hätte er die größte Freude darüber. Die Statue steht direkt vor dem Augsburger Fanblock. Helmut Haller ist auch heute noch im Herzen der FCA-Familie. Helmut Haller ist der beste Fußballer, den Augsburg jemals hatte. Ist unser einziger Weltstar, den wir im Fußball hatten. Und allein die Tatsache, dass er zurückgekehrt ist zum FCA, Anfang der 70er Jahre, zeigt seine Verbundenheit zum FCA und zur Stadt. Und er war ja menschlich ein Riesentyp mit unglaublich viel Humor. Und Helmut, seine Bedeutung für den Fußball in Augsburg ist nicht hoch genug einzuschätzen. Die Bronzefigur ist über 2 Meter groß und wiegt rund 5 Tonnen. Auch für den Künstler Wolfgang Auer ein ganz spezielles Projekt. Absolut was Besonderes. Und ich hatte ja das Glück, dass ich Herrn Haller vor 10 Jahren begegnet bin in seiner Stammpizzeria. Und habe auch ein Autogramm bekommen. Also irgendwo habe ich gesagt, das geht jetzt irgendwie zusammen. Ja. Also natürlich ist mir das eine ganz besondere Ehre. Möglich gemacht haben das alles die FCA-Fans. Und die Statue hat immerhin über 20.000 Euro gekostet. Ja, die Idee kam von den Fans. Die ganzen Aktionen, die haben unglaublich viel gesammelt, Trikots verkauft und sie organisatorisch eingebracht. Also ohne die Fans und ohne Mario Riedl und Herrn Gistel gäbe es diese Statue nicht. Wir haben ein bisschen mitgeholfen, aber der Großteil, mit Abstand der Großteil, da haben wir den Fans zu verdanken. Und die Fans können sich beim FCA-Familientag nicht nur das Haller-Denkmal anschauen. Es ist jede Menge los. An vielen Aktionsständen vor dem Stadion gibt es eine Menge zu entdecken. Und auch wenn der Ball nicht immer reingeht, ist der Familientag 2015 ein voller Erfolg.